Wir geben unserem Weißbier extra viel Zeit und Ruhe, die es braucht, damit sich das volle Weißbieraroma entfalten kann. Es bedeutet, dass wir eine Hauptgärung haben und eine Reifung in der Flasche bzw. im Fass. Im Gegensatz zu vielen anderen Brauereien geben wir bei der Bayerischen Edelreifung zweifach kultiviert nach dem ersten Gärprozess nochmal frische Würze und Hefe dazu, lassen es nochmal reifen. Diese Edelreifung, die zwar aufwendig ist, auch im gewissen Sinn kostspielig aufgrund der Zeit, dass wir die aufrechterhalten. Und solange ich da was zu sagen habe, wird es so bleiben. Ja, es ist einfach die Liebe zum Weißbier, das ist uns in die Wiege gelegt. Seit 133 Jahren stellen wir Weißbier her. Wir sind Brauer aus Leidenschaft, schon seit 6 Generationen. Ich stehe mit meinem Familiennamen als Georg Schneider dafür. Bei uns steht und bei mir persönlich die Qualität an oberster Stelle. Wir sind Weißbierbrauer in der 4. Generation und wir wollen das auch in die Zukunft geben. Deswegen ist dieser Aufwand für uns das Wichtigste, um uns auch von anderen Weißbieren zu differenzieren. Dieser Brauprozess ist mir zumindest in die Wiege gelegt worden, von meinem Ururgroßvater schon kommen. Um diese große Qualität darzustellen, wie das unsere Häuser gemeinsam tun, braucht es unglaublich viel Erfahrung, braucht es Expertise, da braucht es Braumeister, die ihre ganze Kraft und ihre ganze Arbeitskraft da hinein verschreiben. Damit der Bierliebhaber Freude an dem Produkt hat und dass er sagt, das ist ein edles Getränk. Durch das Qualitätssiegel auf der Flasche. Und von innen am Geschmack. Also wenn Sie es trinken, merken Sie es sofort an der Qualität von dem Produkt. Also auf unser gemeinsames Anliegen. Prost. Auf die Edelreifung. Auf die Tradition, die langjährige. Prost. Prost.